das iMOOCs-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Einführung von Elke Höfler, im Bild eine Kreidetafel, auf der mit großen Buchstaben BYOD steht. Bring your own device, also nimm dein eigenes Gerät mit, ist ein Ansatz, der aktuell in der Arbeitswelt ebenso diskutiert wird wie in der Schule. Während in der Arbeitswelt oftmals vor allem Gründe der Datensicherheit und des Datenschutzes genannt werden, die gegen den Bring-Your-Own-Device-Ansatz sprechen, gibt es in der Schule unterschiedliche Zugänge, wie die nachfolgende Diskussion zweier Experten im Feld der digitalen Medien und digitalen Bildung zeigt. Der deutsche Medienpädagoge Jöran Muus-Meerholz hat Stefan Aufenanger, Professor an der Universität Mainz, und Bert Döbeli-Honegger, Professor an der Pädagogischen Hochschule Schwyz, vor die Kamera gebeten. Auf einer Kreidetafel steht die Frage, was spricht für und gegen BYOD? Wie unterschiedlich Ihre Ansätze sind, zeigt sich einleitend an der Argumentation auf ökologischer und ökonomischer Ebene, aber auch im Hinblick auf Aspekte wie die Lehrmittelfreiheit oder das oft genannte lebensweltliche Argument, das sich unter Zitat, Herstellen von Bezügen zur Lebenswelt, Zitat Ende, im österreichischen Lehrplan als allgemeiner didaktischer Grundsatz wiederfindet. Die beiden Diskutanten gehen aber noch weiter und greifen die bildungspolitische Verantwortung der Schule auf und beschreiben ihre unterschiedlichen Auffassungen von Autonomie, die von Schule als autonomer Ort für Bildung bis zur Autonomie auf individueller Ebene, konkret in der Wahl der Apps und der Art der Datenablage und somit zum Ansatz des Mobile Seamless Learning reichen und dabei auch die Ausschließlichkeit, also den gerne verwendeten Entweder-oder-Gedanken aufnehmen. Einblendung der Interviewpartner Beat Döbeli-Honegger und Stefan Aufenanger. Döbeli-Honegger beginnt zu sprechen. Ich habe das Gefühl, das häufigst gehörte Versprechen ist das ökonomische, man spart Geld. Und da muss man gleich zuerst warnen und sagen, es ist nicht so, dass es für die Schulen kostenlos wird, weil sie brauchen WLAN-Installationen, sonstige technische Installationen, Lehrerweiterbildung, Schulentwicklung. Aber längerfristig muss man sich fragen, ob es nicht kostengünstiger wird. Ein weiteres Argument wäre das ökologische. Die Überlegung, das sind Geräte, die mit seltenen Erden gemacht werden und zum Teil schwierigen Bedingungen hergestellt werden. Warum soll man jetzt doppelt so viele Geräte haben? Die Kinder haben schon Geräte zu Hause, die liegen den Tag rum. Und in der Schule kauft man nochmals die gleichen oder ähnliche Geräte. Warum also nicht ökologisch gesehen die Geräte nutzen, die schon verfügbar sind? Das ist genau ein Punkt, wo ich ein bisschen kritisch mit dem Bring Your Own Device bin, weil ich denke, dass die Geräte, die man pädagogisch sinnvoll im Unterricht benutzen kann, nicht immer die sind, die die Kinder selbst und die Jugendlichen haben. In der Hinsicht muss man genau überlegen, was will eigentlich eine Schule mit digitalen Medien machen. Und dann kann es sein, dass man sagt, wenn jetzt die Hälfte der Klasse nur Smartphones hat, das ist etwas, wo ich ein bisschen eingeschränkt bin, zum Beispiel um Texte zu lesen, um sinnvoll was zu schreiben oder auch bestimmte Apps auch sinnvoll zu verwenden. Ich würde aber auch nicht für ein ausschließliches Bring-Your-Own-Device plädieren, sondern sagen, ja, es geht darum, dass man eben die Geräte nutzt und die Schule muss das dann noch anschaffen, was von den Schülerinnen und Schülern nicht mitgebracht wird. Und das ist wiederum sehr unterschiedlich je nach Schulstufe. Das andere Argument wäre für mich auch, man muss überlegen, der Schulträger oder die Bildungspolitik stattet die Schulen mit Materialien aus. Und warum nicht auch mit digitalen Medien? Warum soll das nicht auch dazugehören? Und dann muss es sozusagen nicht auf die Schülerinnen und Schülerinnen oder auf die Eltern abgelagert werden, sondern das Schulbuch wird abgeschafft und alle bekommen anstatt ein Schulbuch ein Tablet oder ein Smartphone oder sonst etwas. Also das finde ich auch eine Frage. Immer mehr werden Aufgaben und sozusagen Maßnahmen an die Eltern, an die Familien übergeben und die Schule zieht sich daraus zurück. Und das finde ich bildungspolitisch auch falsch. Das heißt, es gibt auch eine Verantwortung. Wie muss Bildung in der Wissensgesellschaft aussehen? Also die Schule ist eigentlich in dem Sinne ein autonomer Raum, wo Bildung stattfindet, ohne dass man sich von Erwartungen, die von außen angetragen werden, ausrichten muss. Natürlich kann es sein, dass man sagt, die haben schon tolle Ausstattung und ich möchte gern was machen, was die Schülerinnen und Schülerinnen sozusagen in der Lebenswelt auch machen. Aber ich würde es nicht als ein Prinzip erheben. Das fände ich falsch.
ich habe das Gefühl, dass bei der Nutzung des eigenen Gerätes geht es über das Kennenlernen des Gerätes hinaus. Sondern es geht darum, man weiß, wie man es auch nach einem halben Jahr noch in Ordnung hält und man hat seine eigene Ablagestruktur gefunden und solche Dinge. Weil wenn ich Schulgeräte habe, dann besteht mindestens die Gefahr, dass die Schule mir auch sagt, welche Apps ich installieren darf und wie ich die Daten organisieren muss. Und ich muss mir immer überlegen, wie kommen meine Daten dann von der Schule auf meine eigene Infrastruktur, damit ich beispielsweise Hausaufgaben machen kann. Und wenn ich schon das eigene Gerät mitnehmen kann, dann muss ich mir die Gedanken selbst machen. Wie strukturiere ich das? Welches ist für mich die beste App? Warum weiß das unbedingt die Schule? Ich finde es eine spannende Frage, wie stark die Lebenswelt der Kinder mit in die Schule gebracht werden soll. Und ich habe das Gefühl, wir sind medienpädagogisch in einer Übergangszeit, wo es darum geht, dass die Eltern zum Teil auch überfordert sind. Und es wäre seltsam, wenn die Schule jetzt einfach sagen würde, boah, die privaten Probleme und Herausforderungen lassen wir zu Hause, wir machen das anders. Ich habe eine andere Vorstellung von Schule. Das ist so das Problem, was ich mit dem Thema habe insgesamt. Weil die Diskussion, die wir mit der Integration digitaler Medien momentan führen, immer davon ausgeht, dass Schule so ist, wie sie momentan ist. Und da denke ich momentan radikaler in der Hinsicht, nicht um Abschaffung von Schule, sondern Abschaffung von Unterricht. Und dann ist die Frage, muss ich mich an irgendetwas überhaupt noch ausrichten, ob die Eltern das mitmachen? Und ich bin auch dagegen, das würde ich auch jetzt so radikal vertreten, überhaupt noch mehr Elternarbeit zu machen und Eltern in die Schule mit einzubeziehen. Schule muss ein autonomer Raum sein, wo professionell Bildung geschieht. Ich werde immer gefragt als Experte, für welche Schulstufe ist welches Gerät das Beste? Ja. Und ich muss sagen, das weiß ich nicht mehr. Ja. Und ich bin auch nicht sicher, ob das eine Schulstufe sagen kann. Ja. Sondern das müssen doch die Jugendlichen und die Kinder selbst rausfinden. Bei uns gab es dann auch wieder welche, die beispielsweise die Hausaufgaben wieder von Papier auf ein Papierheft schreiben wollten. Ich habe gesagt, ja klar, das ist das Richtige. Und darum frage ich mich, ob nicht, wenn man sagt, es gibt nur die Ausstattung der Schule, ob man dann nicht zu viel vorschreibt. Also ich überlege mir jetzt gerade bei der Schule meines Kindes, das jetzt in die erste Klasse geht, da ist es auch so, alle Schreibstifte werden kostenlos von der Schule zur Verfügung gestellt. Man braucht auch kein Etui, sondern das wird geliefert. Aber die Kinder dürfen eigene Schreibstifte und Malstifte mitbringen, wenn sie das wollen. Und das wäre ja der Idealfall. Genau, also in der Hinsicht würde ich das auch so sehen, also dass es nicht darum geht, eine Ausschließlichkeit. Ich würde auch nicht sagen, dass die Schule vorschreiben soll, was drauf ist. Also das finde ich ja ein falsches Projekt bei den Schulen, die Ausstattung machen, die sofort fragen, welche Filtersoftware soll drauf, welche Apps müssen drauf kommen. Da bin ich auch für eine Vielfalt, die drin ist und eine Selbstständigkeit. Genauso wie ich radikal wäre, überhaupt keine Begrenzungen mehr vorzunehmen, ob das jetzt Internetbeschränkungen vorzunehmen oder zu sagen, der Lehrer kommt rein, es muss ausgemacht werden oder zugeklappt werden oder sonst was im Tablet, sondern es ist ein Arbeitswerkzeug. Genauso würde ich nicht sagen, nehmt die Stifte vom Tisch runter, jetzt kommt der Lehrer rein, sondern es ist ein Arbeitswerkzeug und es muss immer da sein. Der Nachspann des Originalvideos und des Zusammenschnitts mit Quellenangabe und Produktionsdetails wird eingeblendet. Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.